Hallo, mein Name ist Heike Ziegler. Ich bin heute einfach nur als Demonstrationsteilnehmerin da gewesen und mir ist einfach etwas passiert, das möchte ich euch gerne mitteilen. Ich habe mich mit anderen Demonstrationsteilnehmern unterhalten. Ich war mit einer Frau unterwegs, mit der ich mich gut unterhalten habe. Und dann kam eine Gruppe von Polizei auf mich zu. Es waren 4 oder 5 Leute. Das mit der Erinnerung funktioniert ja schon ausgezeichnet, dass man sich das nicht mehr genau bezeichnen kann. Aber egal, es waren halt einfach mehrere. Und sie haben gesagt, ich wäre angezeigt worden, und zwar hätte ich angeblich den Hitlergruß gezeigt. Ja? Ich habe mich einfach im Rahmen dieser Demonstration von vielen Redebeiträgen begeistern lassen, und das auch zu Recht. Ja? Und in diesem Zuge habe ich meinen Arm gehoben. Kann man machen, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich distanziere mich hiermit sehr von Herrn Hitler, ich distanziere mich von seiner Familie, ich distanziere mich davon, den Hitlergruß gemacht zu haben. Das ist einfach nicht wahr. Ja? Also ich bin ein bisschen Doofchen vom Land, und deshalb habe ich auch gesagt, ich kooperiere, ich gebe meine Daten raus, natürlich, die wissen, wer ich bin, und scheinbar kommt ein Verfahren auf mich zu. Es wundert mich mal ein bisschen. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Und dann kam noch interessanterweise ein junger Mann auf mich zu, der sagte: Ich habe das gesehen. Und zwar war das ein Herr von dem Mannheimer Morgen, der mit der Polizei gesprochen hat und im Anschluss auf mich gedeutet hat. Und der hat sich gedacht, naja, die wird sich noch wundern. Das habe ich auch in der Tat. Und wie gesagt, der hat den Mann gesucht. Wir haben den Mann auch angesprochen. Und er ist halt einfach ausgewichen. Er hat es nicht komplett negiert, dass er das getan hätte. Er hat lediglich gesagt, er müsste sich zur Sache nicht äußern. Jemand hätte mich angezeigt, ich hätte den Hitlergruß gezeigt. Und jemand hat beobachtet, dass ich von der Polizei gekommen bin. Er meinte, ich bin von ihrer Seite. Sie sprechen die ganze Zeit wieder mit dem Polizeisprecher. Ja. Schon bei der Demonstration am 18. Juli 2020 selbst hat die dargestellte Frau den Reporter des Mannheimer Morgens mit Hilfe mehrerer Personen gesucht und erst nach längerer Zeit gefunden. Sie wollte die Situation noch am Schlossplatz in Mannheim direkt klarstellen. Jemand hätte mich angezeigt, ich hätte den Hitlergruß gezeigt. Und jemand hat beobachtet, dass ich von der Polizei gekommen bin. Er meinte, ich bin von ihrer Seite. Sie sprechen die ganze Zeit wieder mit dem Sprecher. Ja. Und ansonsten habe ich keine Anzeige erstanden. Dann würde ich mir einfach Ihren Namen eben aufschreiben, wenn Sie so nett sind, bitte. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich einfach ganz gerne die Sturen im Auge haben möchte und ich möchte Sie gerne kontaktieren können, wenn irgendwas ist. Ich bin wegen Ihnen nicht aufgeregt. Nee, in keinster Weise, da haben Sie völlig recht. Okay. Wenn ich mich mit der Polizei verständigt habe, dann hat die Polizei sicherlich meine Kontakte. Okay, ich nehme an, ich habe davon gehört. Ich habe gesagt, es wäre eine Anzeige am Laufen. Und das Ganze wird sicherlich nicht. Also ich bin der Zeuge, der gesehen hat, wie Sie die Polizei informiert haben, auf die Frau gezeigt haben. Dann ging die Polizei in ihrer Mannschaft zu der Dame und hat sie rausgezogen. Von daher, ich bin der Zeuge von der ganzen Sache. Notieren Sie seine Daten, dann haben Sie ganz wichtige Zeugen. Wollen Sie sich nicht dazu äußern, warum Sie die Frau melden? Ja, warum sagen Sie der Mannschaft da, die Frau muss unbedingt rausgenommen werden? Möchten Sie sich dazu nicht äußern? Nee, ich bin nicht die Polizei. Ja, aber Sie haben ja die Äußerung zur Polizei gemacht. Ich habe mich mit der Polizei über die Veranstaltung hier unterhalten, über wie viele Leute hier gemeldet sind, wie viele Leute nach deren Angaben gekommen sind. Nee, Sie haben auf die Frau gezeigt, ich stand daneben. Sie haben auf die Frau gezeigt und haben gesagt, sie soll mal dahin gehen. Dann haben die diesen Job vollbracht. Also haben Sie einen Schmerz gehabt, Sie hatten einen Leidensdruck, den wollten Sie geklärt sehen. Ihre Interpretation? Nee, das ist meine Vermutung, ja klar. Weil warum schickt man jemanden zur Polizei zu einer zivilen Person? Dann fragen Sie die Polizei. Okay, ist ja auch eine Aussage dann. Hätte man ja sonst mal drüber sprechen können. Das wäre ja nicht schlimm. Die Besucherin von Querdenken Mannheim sagte, sie habe lediglich den Arm hochgerissen als Signal von Zustimmung oder Begeisterung. Der Reporter hatte offensichtlich keinerlei Interesse an Nachfragen und exponierte sich im Nachgang mit einer zweifelhaften Berichterstattung. Und das
war ein Handzettel, den die Frau vor Ort verteilte. Himmlischer Vater, ich bete dieses Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes. Also ich möchte einfach gerne, dass ihr ein bisschen Acht gebt, dass wir aufeinander Acht geben, das ist wichtig. Weil, keine Ahnung, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen oder so und ich weiß auch nicht genau, was auf mich zukommt, ist mir auch relativ furz, ja, weil ich habe nichts Schlimmes getan, alles schick, ja. Und in diesem Sinne, liebt einander, knutscht einander, herzt eure Tiere, herzt eure Kinder und es wird alles gut. Passt aufeinander auf. Dankeschön.